Konzept erwerben, nur noch gewinnen ist unschlagbar. Die Mathematiker der Welt stehen Kopf. Denn ich habe den Beweis erbracht, dass Roulette kein reines Glücksspiel mehr ist. Nach meinem Gewinnkonzept kann man lernen, wie beim Schachspiel, den nächsten Zug des Gegners, in unserem Fall den nächsten Kugelwurf, mit einer Wahrscheinlichkeit von 60:40 vorauszusagen. Wer die Richtlinien von nur noch gewinnen einhält und genügend Disziplin, Geduld und Intelligenz hat, wird per Saldo nicht mehr verlieren. Er wird tatsächlich auf Dauer nur noch gewinnen. Die Spieltheorie sagt, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass der Spieler Einfluss nehmen kann, dann ist das betreffende Spiel, wie Skat, Bridge und A, kein Glücksspiel mehr. Und mit meinem Gewinnkonzept nur noch gewinnen kann der Spieler durch geschickte Auswertung von vorangegangenen Informationen und durch das erlernbare Denken in Wahrscheinlichkeiten beim Roulette vom Spieler zum erfolgreichen Spekulanten werden. Und das mit wesentlich höherer Rendite als an der Börse oder bei einer anderen seriösen Geldanlage. Wo gibt es sonst 5 bis 10% pro Tag, nicht pro Jahr? Das fällt Börsianer nicht mal im Traum ein. Durch die Publizierung meiner neuen Erkenntnisse beginnt jetzt in den Spielsälen eine neue Roulette-Ära, schlechte Zeiten für die Casinos, gute Zeiten für die Roulette-Spieler. Gambling-Fernsehen, Mr. Pumpernickel, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. Rules of Gambling-System nur noch gewinnen. Ich, Kunibert Pumpernickel, erkläre hiermit nachvollziehbar die Rules. Aufzeichnung einer einfachen Chance auf 3 Hauptblöcke mit Verteilung auf 3 Vervielfältigungsreihen und einem Rapporteur pro Hauptblock. Ein Formular einrichten, welches aus 3 Blöcken, einem Rapporteur für jeden Block und 3 Vervielfältigungsreihen pro Block besteht. Um nun alles besser erklären und verstehen zu können, nachstehendes Buchungsformular an. Wir spielen nur auf einem Chancenpaar, Neue Rouge. Selbstverständlich könnte man auch auf Paar Impair oder Passemann spielen. Die Entscheidung liegt beim Anwender der Methode. Kunibert Pumpernickel wird alles auf dem Chancenpaar Neurouge erklären. Wer ein anderes Chancenpaar wählt, kann daher analog verfahren. Wir verbuchen einmal die Permanenzzahlen. 3,32, 36,8, 21,35, 10,25, 24,17, 35,24, 36,22, 28,36, 25,25, 2,91, 3,23, 23,22, 14,33, 26,34, 5,13, 20,3, 31,14, 2,31. Die gefallene Zahl wird in der Originalreihe verbucht. In den 3 Vervielfältigungsreihen schreibt man eine Rougezahl in das Leerfeld, eine Nullzahl in das mit N gekennzeichnete Vervielfältigungsfeld. Bei richtiger Verbuchung müsste das Formular folgendes Aussehen haben: Ich glaube an die Gültigkeit des 2-3-Gesetzes auf den einzelnen Erscheinungen der Roulette, aber es wirkt sich meines Erachtens nur auf großen Permanenzstrecken aus und kann nur in Tausenden von Coups seine Gültigkeit beweisen, aber diese Gesetzmäßigkeit auf eine Rotation anzuwenden und ein System damit zu beweisen oder aufzuwerten, ist in meinen Augen Bauernfängerei. Jedes starre System, sei es auf Figuren oder sonstigen festen Sätzen, kann auf lange Sicht keinen Erfolg bringen, weil sich jede starre Regelung auf lange Sicht ausgleicht. Die Folge ist zumindest der Zeroverlust von 1,35% bei einfachen Chancen, bei allen anderen Chancen 2,70% plus eventuell die üblichen Tonkabgaben. Was könnte bei nur noch gewinnen den Erfolg bringen? Erster Kunibert Pumpernickel zerschlägt die Originalpermanenz zuerst einmal dadurch, dass sie immer in einem bestimmten Rhythmus auf 3 Hauptblöcke verteilt wird. Die erste Zahl auf Block 1, die 2 auf Block 2, die 3 auf Block 3, die vierte wieder auf Block 1, die fünfte auf Block 2 und so weiter. Dadurch entsteht der Effekt des Bespielens von 3 verschiedenen Tischen im festen Wechsel. Um nur noch gewinnen spielen zu können, muss man lernen, in Wahrscheinlichkeiten zu denken.
Die erste Komponente, das Bespielen von drei künstlich geschaffenen Tischen, bietet uns die Wahrscheinlichkeit, dass man im Schnitt zwei Tische bespielt, die für unser System günstig laufen. Ein Effekt besagt, dass dadurch der E-Card niedrig gehalten wird. Zweiter, es wird auf dem Spielstrang nur eine einzige Figur bespielt, die mit den beiden parallel laufenden Strängen und dem Rapporteur abgestimmt werden muss. Nur bei Übereinstimmung, Konvergenz, wird der Satz auch wirklich getätigt, andernfalls vermerken wir einen Fiktivsatz. Der Rapporteur ist die Zusammenfassung der Ereignisse auf den drei Strängen des Blocks, ein Spiegel der Blocktendenz. Wenn eine Intermittenz abbricht, entsteht eine Zweierserie, die abbrechen kann, reine Zweierserie, oder zur Dreierserie weiterlaufen kann. Beispiele: Es werden also keine angefangene Zweier von Serienanschlüssen gewertet, sondern nur angefangene Zweierserien, die auf Intermittenzen folgen, und nun folgt die erste Regel. Regel 1: Entsteht nach einer Intermittenz ein angefangener Zweier, der durch einen darauffolgenden Abbruchcut zum echten Zweier wird, kennzeichnen wir den Abbruchcut auf dem betreffenden Strang durch einen dicken Punkt und vermerken eine 2 im Rapporteur in der Zweierspalte. Wenn zu Beginn der Buchung ein Einer entsteht, wie in Beispiel 3 mit dem Fallen der 19, zählt dieser Coup noch nicht als Intermittenz, da man nicht weiß, ob dieser Einer aus einer Serie stammt oder aus einer Intermittenz kommt. In Beispiel 4 entsteht eine Nase eindeutig beim zweiten Coup mit der 10, daher wird die anschließende angefangene Zweierserie gewertet. Regel 2: Entsteht nach einer Intermittenz ein angefangener Zweier, der durch den darauffolgenden Coup zum angefangenen Dreier wird, kennzeichnen wir den dritten Seriencoup auf dem betreffenden Strang durch einen gut erkennbaren Stern und vermerken eine 3 im Rapporteur in der Dreierspalte. Beispiele: Um dieses einmal auf dem Buchungsformular zu zeigen, verbuchen wir einmal folgende Zahlen: 23, 11, 4, 32, 27, 6, 16, 2, 7, 17, 12, 25, 9, 15, 26, 36, 13, 17, 4, 2, 29, 22, 9, 24, 22, 36, 10, 28, 13, 27, 21, 2, 10, 34, 10, 28, 26, 34, 32, 4, 25, 4, 20, 4, 21, 8, 5, 33, 14, 29, 31, 6, 12, 4, 6, 32, 20, 34, 8, 26, 19, 11, 31, 27, 12, 2, 34, 13, 11, 1.